Willkommen zurück zur ESL Pro League und 99 Damage. Mein Name ist Dabu und wir schauen uns jetzt die zweite Match zwischen FaZe und North an. Und diesmal eben auch kurz mit einem Intro von mir, da es erstaunlicherweise doch so viel Vorwarnungszeit gab, dass ich mich eben noch kurz zeigen konnte, bevor sie einfach ins Spiel springen. Da sind wir mit der Pistol Round auf Overpass, nachdem North gerade dick einstecken musste auf Train. Haben sie jetzt die Chance, sich ihre drei Punkte zu sichern, die sie definitiv brauchen, um den Anschluss auf den Anschluss an die Spitze der Tabelle nicht zu verlieren. Also, Kiste ist wichtig, kennt ihr alles selber. Nico ist aber noch am Leben und das ist ein Problem für viele Teams. Unter anderem eben auch für North. Guardian stirbt. Das 2 gegen 3, also jetzt durchaus machbar für North, auch wenn Nico ausrasten sollte. Sie schleichen sich jetzt durch die Toiletten. Kerrigan überlegt, aber sie schauen erstmal, ob safe ist. Nicht, dass Kerrigan seine Position verrät, wenn er die Pistole aufnimmt. Haben sich dazu entschlossen, es wäre safe und jetzt haben die beiden USP. Es ist also ein relativ ausgeglichenes Spielfeld. Aber MSL hat eine CZ und mit der kann man auch Waffenrunden gewinnen. Also würde ich jetzt mal den Schnabel nicht zu weit aufreißen. MSL wird langsam auch etwas unruhig. Sie haben lange nichts mehr von den Ts gehört. Abgesehen von dem Schuss, den Nico da auf A abgegeben hat. Hätte aber auch ein Fake sein können. Also MSL steht jetzt auch noch zwischen Monster und Kurz. Finde ich jetzt nicht so gut, seine Positionswahl. Aber sie steppen laut und dadurch kann er sich auf Kurz zurückziehen. Hat auch beide gehört. Er ruft nach der Rotation, die von Wald auch gleich kommt. Aber Kerrigan hält an und schießt ihn um. Kerrigan will noch blenden. Walde rennt rum, aber Nico deckt den Plan. Super gespielt von FaZe. Jetzt geht's um AZ. Der killt erstmal Nico. Auch Kerrigan ist super low auf 6 HP. AZ kann den Klatsch noch gewinnen. Aber Kerrigan ist davongekommen und AZ weiß das nicht. Ja, verpasst den Sprung auf den Bombspot. Macht sich jetzt die Schuhe dreckig. Checkt die eine Ecke. Und jetzt muss er defusen. Kerrigan hat auch noch eine Flash. Die benutzt er nicht gewinnbringend und geht down. Kein Kit bei AZ. Aber der Defuse geht durch. Ja. Nein. Ganz knappes Ding. Knappes Ding für AZ. FaZe gewinnt die Pistol Round. Dank Kerrigan, der am Leben geblieben ist in dem Fall. Auch wenn er die Flash, auch wenn er aus der Flash keinen Kill machen konnte, hat es wenigstens lang genug gedauert, sodass AZ nicht mehr defusen konnte. Also bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Offensichtlich ist North hier, um auch mitzuspielen. Auf Train haben sie da ein bisschen lang gebraucht, um ins Match zu finden. Ich sag's euch, die Düfte in Spandau sind äußerst interessant. Hier weht gerade eine Fahne rein vom Finster. Die wäre nicht mal bei Merz Position zu riechen an den öffentlichen Fluss. Kerrigan kaspert sich da aber auch ordentlich halt ab, ey. Zum Glück kommt da die Support-Flash, aber das hält Walde und Kierby nicht unbedingt auf, alles um den Kill zu bekommen. Ja, die kommt zu. Und muss aber auch aufpassen an Lang. Ja, der wurde gerade von Arane gekillt. Walde an der 5-7 versucht, Guardian zu finden. Der schaut in die falsche Richtung. Guardian! Der hat nicht mehr genug Muni. Was haben Kerrigan und Guardian denn da heute gemacht gerade? Das war etwas unglücklich. Jetzt kommen sie zu dritt über Lang. Walde und Kerby haben eine Chance in diesem Klatsch, aber sie wählen den Safe anscheinend. Also Kerby zumindest steht so, dass er saven kann. Und nachdem Walde auf B rotiert, scheint North darauf zu spekulieren, dass wenn FaZe B geht, sie eine respektable Chance haben, den Spot auch zu verteidigen. Wenn FaZe A geht, werden sie höchstwahrscheinlich einfach wegbleiben und saven. Vor allem bei den Positionen, die North jetzt hat, können sie nicht mal rechtzeitig rotieren, um FaZe von guten Afterplan-Positionen abzuhalten. Aber wenn FaZe so weitermacht, dann können sie nicht mal legen. Ja, Observer
Ja, okay, sie haben noch gelegt. Hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn sie das ohne Feindeinwirkung verdaddeln. Aber stellt euch mal vor, North hätte jetzt einen Spieler in A gelassen und der holt irgendwie Zeit raus. Dann verliert FaZe diese Runde. Aber Kirby und Walde spielen es konservativ. Konversativ auch. Sie haben sehr viel miteinander geredet, da bin ich mir sehr sicher. Aber eher konservativ. Damit gibt es auch nächste Runde zwei AKs für die CTs. Und sie haben eh den Full Buy. Das heißt, AWP steht nichts im Weg. Sie haben nicht den Full Buy. Ach, das Geld war schon geupdatet. Obwohl die Runde noch nicht vorbei war. Okay. Ein Save gibt es also noch. Oder sie droppen jetzt füreinander. Wenn Merz jetzt einen Kill mehr gehabt hätte, dann hätte er noch eine M4 droppen können. MSL und AZ kaufen sich Armor. Kirby und Walde, also Merz droppt eine M4, Kirby droppt irgendwas an Merz. Ah, dann wäre das ein echt guter Ball gewesen. Da sieht man auch, dass die $300 von dem Pistol-Kill einen Ausschlag geben können. Und da ist er. Merz holt ihn sich verspätet, aber besser später als nie. Kerrigan down. Und es geht auf den B-Spot. Da stehen noch beide AKs. FaZe muss ordentlich aufpassen. Die Schatten zeigen sich schon. Aber weiter Peak von Nico. Gibt ihm den Kill. Auch Range schlägt zu. Nein, das war auch wieder Guardian im Mix. Exist schnappt sich da MSL. Und jetzt ist KB ganz alleine. Er steht auf kurz. Noch unentdeckt. Killt gleich mal zwei. Eins gegen eins. Exist muss für sein neues Team klatschen. KB holt die USP raus. Was ist mit dem los? Hat wohl erwartet, dass Exist ihn pusht. Aber das war sehr übermütig von Kirby, mit der USP rauszugehen. Gehofft, wegzukommen, reloaden zu können und den Kampf nochmal zu resetten. Ah, wenn er gewusst hätte, dass Exist da nicht besonders gut darauf vorbereitet war, dass Kirby an den Sandsäcken sitzt, spielt er das ein Ticken anders. Wieder eine Runde, die North gewinnen könnte oder hätte gewinnen können. Wir behalten das mal im Hinterkopf. FaZe, schnell auf den B-Spot. AZ ist schon down. Walde tänzelt auf dem Holzbretter. Guter Kill gegen Guardian. Kerrigan pusht ihn aber. Im genau richtigen Moment kommt Kerrigan um die Ecke. Jetzt liegt sein Merz und Kirby im 4 gegen 2. Kirby kommt von hinten. Sie haben im Endeffekt nichts zu verlieren. Sie müssen jetzt nicht saven. Sie können es selbstverständlich, aber sie müssen so oder so nochmal saven. Nach dieser Runde. Jetzt weiß aber auch, dass er im Heaven viel zu leicht abgeaimt wird. Oh, killt er noch Kerrigan? Guter Frag für ihn. Zieht sich zurück und höchstwahrscheinlich werden sie nicht mehr erreichen. Nico ist zwar schon relativ close, aber da müsste Merz ihm schon entgegenkommen, dass Nico da den Kill machen kann. Er bleibt dann noch weg. FaZe gewinnt die Runde, Merz saved die AWP. Jetzt haben sie 3,5. Ja, sie können halt so ein Half-Buy spielen. Nächste Runde gibt es dann wieder Waffen. Also unglücklich, dass Kirby von hinten schon so früh erwartet wurde. Wenn er da näher an den Spot kommt, dann hat North da auf jeden Fall eine Chance, um 2 gegen 4 zu retaken. Das war eher unwahrscheinlich, aber es wäre... Oh, Merz. Eieiei, lässt sich von Rainer ganz schön nass machen. Aber er ist in guter Gesellschaft. Auch Kirby sagt auf Wiedersehen. Rain zerschlägt erstmal die Träume von North, wieder ins Spiel zu kommen. Aber es stehen noch 3 Spieler im B-Spot. Und es schaut so aus, als würde FaZe den angreifen wollen. Rain kann auch jetzt wunderbar auf A lurken. Oh, Kerrigan, den hätte er natürlich gern gehabt. Walde bolzt ihn aber um. Vollkommen egal für die These, ob Kerrigan stirbt oder nicht. Aber mit der MAC-10 ist natürlich gut gewesen für ihn, noch einen zusätzlichen Kill zu machen. Und Merz versucht, die AWP zu behalten. Aber Rain ist schon auf der richtigen Fährte. Dreht sich da noch im richtigen Moment um.
5:0 für FaZe. Nix gesaved. Aber Merz kann die AWP auch selber nochmal nachlegen. Da sehen wir nochmal die Entries von Nico. Weiß genau, welche Winkel er da halten muss. Seine Teammates. Also, der Job von Nico ist in dem Fall dann eben auch mal passiv zu sein, denn er ist derjenige, der dann noch klatschen kann. Und Kerrigan treibt sie aus ihren Positionen, sodass Nico dann ein Schussfeld bekommt. Finde ich ganz geil, dass du den eben stärkeren Spieler eben einfach dazu auch einsetzt, einfach nur zu töten und alle anderen Spieler, beziehungsweise Kerrigan, eben versucht, ihm die Spieler zuzutreiben. Vor allem an der Statue auf Overpass kann man das ja ganz gut, weil da tanzt du einfach so lange rum als CT, bis du von einem anderen Winkel gepiekt wirst, und wenn der schon gehalten wird von einem anderen Spieler, bist du sofort tot. Weiß gar nicht, was passiert ist. Jetzt mal ein etwas leichterer Start für North, dank Merz. Nico außerdem auch in diesem Wallbang-Duell einiges an Schaden eingesteckt. Und FaZe orientiert sich um. Sie haben lang eingenommen. Sie sind gerade im Begriff, die Toiletten zu säubern. Kerrigan bekommt nochmal eine gute Nade ab. MSL und Kierby stehen da im Tandem. MSL ist derjenige, der mehr oder weniger geopfert wird. Und Kierby dann aus ihm einen Trade-Frag macht. Oder MSL macht selber zwei. Das geht natürlich auch. Kierby ist noch im Spot. Nico darf sich jetzt die Zähne an 4 CTs ausbeißen. Mit 14 Sekunden gibt es da nichts mehr zu holen für ihn. Er rotiert nochmal auf den anderen Spot. Aber da ist schon Walde unten im Gewässer. Also North mit der ersten Runde. Mit dem Early Frag von Merz können sie also arbeiten. Und natürlich auch MSL, der da in kurz echt gut stand. Wichtige 2 Frags von ihm. Eigentlich sollte MSL getradet werden und dann Kirby auf MSL wieder traden. Dann hast du so ein 2 gegen 1 Trade. Das wäre so der Standardablauf gewesen. Aber MSL hat mit seinem zweiten Peak Phase offensichtlich auch überrascht. Und außerdem kam da eine gute Support Flash. Auch ein Faktor, der auf Lance immer wieder eine Rolle spielt, dass du, wenn du so sitzt, dass die Spieler sich eben auch am gleichen Spot befinden, sehen kannst, was dein was dein Mitspieler sieht und dann dementsprechend auch flashen kannst, bevor er einen Call macht. Weil du siehst es ja selber. Schöne Trades von FaZe, wieder zurückzukommen in die Runde, aber mehr als Kill. Und dann Exist durch die Smoke gegen MSL. Die Runde bleibt also offen. FaZe müsste danach saven, aber auch North. Also geht es gerade um die nächsten 2 Runden. AZ steht noch am Truck. Walde deckt kurz. Ganz gutes Setup. Sie haben zwar kein direktes Kreuzfeuer, aber sie decken sich indirekt selbst und gegenseitig natürlich. Aber wenn AZ down ist, wird auch Walde Probleme bekommen. Exist checkt die Ecke und Walde reagiert nicht schnell genug. Das darf nicht passieren. Jetzt denken sie, der Spot wäre safe. Sie planten auf der anderen Seite und dadurch geht der Plant durch. Aber es ist ein 1 gegen 2. Exist muss acen, um die Runde für FaZe zu gewinnen. Merz ist auf 18 HP runter. AZ noch full. Sie haben beide den... Ne, sie haben den Kit, aber sie haben keine Smoke mehr. Noch Molotov. Und jetzt kommt der Molly von Exist. Er killt Merz damit. Die Bombe tickt aber nicht schnell genug. AZ hat außerdem ja ein Defuse-Kit. Also geht der Defuse diesmal auch für AZ ohne Probleme durch. Und Exist mit dem 4K nochmal ein heldenhafter Auftritt von ihm für sein neues Team. Aber es hat nicht gereicht. 5:2. North kommt langsam aber sicher zurück ins Game. Und FaZe könnte sogar forcen, aber sie spielen es auf Nummer sicher. Exist droppt da eine Waffe an sein Teammate. Ich glaube, das war Nico. Und
investiert dann in Full Kevlar und CZ. Das hat er sich verdient, mit Geld, das er gespart hatte. MSL, schöne 2 Kills von ihm. Kirby auch nochmal nachgelegt und das 5 gegen 2. Kerrigan jetzt alleine abgeschlagen. Die Bombe hat er dabei, aber 2 CTs pieken ihn. MSL lässt sich den dritten nicht nehmen. In der dritten Runde von North. 3 scheint die Glückszahl zu sein. MSL mit 8 Kills. Topfragger bei seinem Team. Auf der anderen Seite haben wir Nico wieder ganz oben dabei. Gegen Imperial hat North Overpass noch verloren. Da ging es in die Overtime, ein 19 zu 17. Und ja, ihr kennt Imperial wahrscheinlich nicht. Das Team besteht aus Nexa und Co. Essilien und Tensky, auch Dänen sind dabei. Espiranto und Nuki aus Bulgarien. Litauen. Die haben ja auch so eine... Was? Die haben ja auch so eine... Ja. Okay, das sah aus wie Bulgarien für mich. Aber Ungarn, Bulgarien, Litauen haben anscheinend alle die gleichen Farben. Haben sie auch. Das ist ja Wahnsinn. Aber egal. Wir wollen wieder übers Game reden. Haben wir indirekt, ja, über den Gegner von North auf der LAN. Kerrigan mit dem... Wow. Kerrigan wird ins Knie geschossen von Merz. Das war ein sicker Shot. North hat ja vorhin schon gespielt. Und er hat es offensichtlich gut gelaunt. Aber von Kerrigan trotzdem rausgenommen. MSA killed Exist am B-Spot. FaZe hatte die Gelegenheit noch zu rotieren, aber jetzt müssen sie auf den A-Spot gehen. Kirby zieht sich nach lang zurück. Die Flucht nach vorn. Kerrigan komplett Gold von dieser Flash. Das macht von Kirby, der auch weiterhin am Leben bleibt. Und er weiß genau... Solange ich da nicht down gehe, kann FaZe nicht blenden. Walde kriegt da auch den Frag darauf hin, dass Kirby sich eben einfach nur zurückgezogen hat. Und Kerrigan kann nichts mehr machen. 7 Sekunden auf der Uhr. Er rennt jetzt um sein Leben gegen Kirby. Der kommt gerade so noch aus lang, um ihn abzufischen. 5 zu 4. Ist Kerrigan noch vor der Zeit gestorben? Er ist nach der Zeit gestorben. Also $200 nur für Kerrigan. Ganz doofe Situation jetzt für ihn und sein Team. Denn er kriegt keinen Loser-Bonus. Der war bei 1900. Ist natürlich jetzt dumm gelaufen für ihn. Ja, wer kennt ihn nicht mehr? Essilien, ey. Den, also... Der wird sich jetzt wahrscheinlich in Imperial wieder hochspielen. Dann ist er hoffentlich erwachsener geworden, als er es damals war. Und dann ist er wieder ein Top-Kandidat für einen dieser dieser dänischen Teams sein. Bin sehr gespannt auf Essilien auch. Genauso wie auch Kirby. Können wir gleich noch drüber reden. Erstmal wird er von Rain gekillt, dann schlägt Merz zu. Double AWP-Kill. Walde und AZ machen den Rest. 5 zu 5. 2 Kills für FaZe. Respektable Leistung in der Eco, aber Eco ist eben immer noch eine Eco. Ja, Kirby hat sich entschieden, von Astralis zurückzutreten. Sein Vertrag ist ausgelaufen und er wollte eine Änderung in seinem Leben. Ich denke, dass er in Astralis zunehmend untergegangen ist, in Anführungsstrichen. Er war, bevor er aufgenommen wurde, ein absolutes Ausnahmetalent. Er war ein Starspieler. Er hatte dieses Potenzial, von dem man immer geredet. Und in Astralis konnte er das nicht entfalten. Das ist eben... Er konnte nicht erwachsen werden als Spieler. Er konnte nicht reifen. Ich glaube, bei North hat er bessere Voraussetzungen zu wachsen. Wow, Merz hat da ausgeholfen gegen Nico. Unglaublich. Der spielt aber auch gerade out of his mind. Weiß nicht, was AZ da gerade gemacht hat. War wohl etwas sauer. Keine Ahnung, warum.
Guardian und Rain kommen jetzt über die Stairs zu MSL. Hey, sie gehen wieder zurück. MSL hält einfach seine Position, damit kann er kurz und B decken. Die Rotation von seinen Teammates von A nach B nicht besonders weit. Daher ist es auch kein Stress, wenn er schnell stirbt. 3 gegen 2 Retake ist auf jeden Fall trotzdem da noch drin. Und idealerweise sieht das ja ohne zu sterben und kann dann einfach nach der Rotation callen. Er wird angeschossen, schießt aber auch beide gleichzeitig auf 50 HP runter. Jetzt wird der Plan vorbereitet mit 13 Sekunden. North kann auch instant reinpieken eigentlich. Merz bleibt lieber mal noch weg. Molotov ist zu heiß. AZ wird hochgeboostet. Kriegt schon mal ein bisschen was ab. Mit dem Headshot beendet er aber dann die Runde. Sogar der Double Kill von ihm. Weil der war gleichzeitig aus kurz gekommen. Also North lässt nichts anbrennen. Außer eben Merz ganz kurz am Molotov. Schöne Runde von ihm. Ich erinnere euch nochmal an diesen Support-Kill. Da sehen wir es. Wow. Das war Autopilot von Merz. Wusste genau, was zu tun ist. Also, Timeout von FaZe, würde ich mal behaupten. Ja, war eine taktische Pause im Face. Gerade noch kurz nachgeschaut. Bei diesem Score ist es auch nicht verwunderlich. Oh, Croarus fragt sogar, wer ist Acillian? Ich empfehle dir, das nachzuschauen. Wie ich ja dann länger erklärt habe, ein ähnlicher Spieler wie Gerbi Walde, Aztec, einer dieser jungen Wilden aus Dänemark. Der dann sich kurzzeitig verabschiedet hat. Und MSL sagt Bye-bye zu FaZe. Nico und Dixis befinden sich bei 1.30 schon in einem 2-on-5. Dixis kommt in den B-Spot. Das war ein aggressives Setup von North natürlich. Haben FaZe da gut auflaufen lassen. Aber wir wissen selber, wie intelligent Dixis ist und wie gut Nico sein kann. Also wage ich es jetzt noch nicht zu callen. Mit einer Minute haben sie noch ordentlich Zeit. North macht erstmal keine Fehler. Fangen nicht an, wild zu backstabben oder sowas. Sie wissen genau, wenn sie jetzt zu zweit an einem Spot stehen, dann kriegen sie idealerweise beide Kills gleich. Aber mindestens einen sollten sie bekommen. Also keine wahnsinnigen Versuche von North. Die Kundigsys gehen jetzt auf den A-Spots. Und in der Ecke steht Kierby, supported von Merz. Genauso im Setup will ich in so einer Situation auch sehen. Merz wird zwar abgesmoked, aber er geht einfach vor die Smoke. Kann dadurch Kierby weiter supporten. MSL ist ein bisschen neugierig geworden, schaut in die Toiletten rein und wird runtergespült. Jetzt stehen Kierby und Merz lang immer noch und Walde kommt von hinten. Easy Kills für sie. North spielt das sehr gut runter. Diesen Anti-Klatsch 7 zu 5. MSL da mit diesem aggressiven Setup. Schöner 180-Kill gegen Kerrigan. Und Merz, wie ich schon öfters jetzt gesagt habe, mit einer wunderbaren Partie. Er sticht teilweise eben auch durch highlight-trächtige Frags raus, aber er macht hauptsächlich einfach nur seinen Job. Und viele Leute schauen simpel an, ja, die, wenn wir mal einen Exkurs in ein anderes Game machen können, dann schauen sie Ninja, sehen, wie er Fortnite spielt, installieren sich das Spiel und wollen instant so spielen wie er. Oder sie sehen eine AWP, die hält einen Minischlitz, aber vergessen, dass der AWP da seit 10 Jahren nichts anderes macht, gehen auf einen Server, halten einen Minischlitz und wundern sich, dass sie nicht treffen. Also, Merz spielt einfach das, was er kann und das spielt er ideal.
Wieder schöne Kills gegen Nico vor allem auch. Also er spielt konstant sein Ding runter. In dieser Partie wirklich ein Fels in der Brandung für Nord. Schauen wir mal, was FaZe in der Waffenrunde anrichten kann. Guardian wieder an der Ave. Der macht zum Beispiel gerne mal einen Ausflug in die magische Welt des CS. Und zaubert ein paar nette Kills raus. Rain wartet sehr defensiv am Playground. Spielplatz für ihn Heimatterritorium. Und Kirby steht auf lang, der kann von Nico nicht gesehen werden. Die Silhouetten sehen nur die Zuschauer. Um euch an die IEM Oakland zu erinnern. North mit drei Spielern am B-Spot. FaZe verschiebt dort auch hin. Nico aimt gerade noch nach hinten ab, dass kein CT auf die Idee kommt zu backstabben. Und dann werden sie es zusammen in Angriff nehmen. Rain als Lurker. Verspäteter Backstabber, nochmal Informationssammler und vielleicht sogar auch kleiner Fake. Killt Kirby da, aber die Flash, da muss MSL eigentlich mehr draus machen. Durch Glück kann Kerrigan ihn killen, dann ist aber ruckzuck alles vorbei. Rain ist plötzlich allein. Guter Double von AZ. Boah, aber Rain, der ist heute auch eigentlich super drauf. Und schon nice Kills gemacht. Sie pieken ihn aber zu zweit und lassen ihm keine Chance. 9 zu 5 für North auf der CT-Seite von Overpass. Eine gute Scoreline. Sowohl für FaZe als auch für North. Also es geht definitiv besser auf der T-Seite, aber 9-6 zum Beispiel wäre ganz angenehm für beide Squads. Braucht man sich nicht verstecken. Viele Leute lassen die Balance der Map außer Acht. Und da kann auch mal ein Underdog oder ein vermeintlich schlechteres Team viel besser ausschauen, als sie eigentlich gerade sind. Ah, Nico spielt da Billard und setzt die die Rohre in Flammen. Und dann schlagen AZ, Kirby und Walde zu. Walde sogar zweimal. Jetzt hat er gehört, wie ich Merz in den Himmel lobe und hat sich gedacht, hey, Jung, ich kann das auch. Schöne Runde von ihm, 10 zu 5 also für North. Und das waren sehr schnelle Runden am Ende. Ich hoffe, dass FaZe sich zusammenreißt und auf der CT-Seite wieder Disziplin walten lässt. Denn am Anfang haben sie stark gestartet und dann noch härter nachgelassen. Also, FaZe, was ist los? Zweite Halbzeit, da müssen sie wieder da sein. Wir sind nach einer kurzen Pause wieder für euch zurück. Was heißt wir? Ich. Bis gleich. Und da bin ich wieder zurück mit der zweiten Halbzeit von FaZe und North. Wenn North jetzt die Pistol Round gewinnt, wäre das der Super-GAU für FaZe. Und sie rennen direkt in den B-Spot. Xist hat sie da schon gesehen, geht aber instant down. Nico bleibt ein bisschen in den Flammen, um länger unentdeckt zu bleiben. Stirbt dann aber viel zu gut und viel zu schnell gegen AZ. Wenn man gut sterben könnte, wäre das natürlich cool, aber das war sicherlich nicht gut. 1 gegen 5 für Rain, das ist auch für jemanden wie ihn unmöglich. Sie wissen, woher er kommt. Sie aimen ihn von mehreren verschiedenen Seiten an. Da wurde nochmal der Bodycheck ausgepackt gegen das Teammate. Merz wurde reingeschubst von Walde. Und North gewinnt die Pistol 11 zu 5. Jetzt hat FaZe eine richtige Aufgabe vor sich. Wird sicher nicht leicht. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass North gut in Form ist.
Zumindest heute bei den Kopenhagen Games war das sicher nicht der Fall. Und FaZe ist bekanntermaßen am Struggeln. Sie suchen nach ihrer Form. Olof war offensichtlich auch abgelenkt, hat man auch gemerkt bei ihm. Lief es nicht mehr ganz so gut individuell. Hat jetzt eine Pause genommen aus persönlichen Gründen. Und ich hoffe, dass da in seinem Umfeld alles okay ist. Stattdessen spielt jetzt Exist by FaZe. Der kommt bekanntermaßen von NiP. Wäre dann fast Fnatic gejoint. Die haben sich dann aber doch umentschlossen und Golden behalten. Und Cloud9 hätte ihn auch gerne gehabt. Die sind jetzt mit FNS bedient worden. Also ein interessantes Wechselverhältnis. FaZe ist da wohl Cloud9 in den Wechsel gefahren. Und hat gemeint, okay, nee, den holen wir jetzt. Kerrigan, der CZ. Schöner Headshot gegen MSL. Der bleibt am Leben mit 99 Damage. Merz haut Nico von... Naja, von A runter. Vom Server schon fast. Und das 5 gegen 3 sollte doch machbar sein. Merz struggelt ein bisschen mit der UMP. Mit der USP geht es schon viel besser rein. Heißen ja fast gleich. Und die verbleibenden beiden CTs ziehen sich zurück. Guardian und Exist haben dann nichts mehr zu suchen in dem Clutch. Exist Full Armor ist auch viel zu viel wert, als dass sie da jetzt irgendwie reinrennen würden. Also nochmal auf Exit Frags gehen. Kleines Setup an kurz gewählt. Guardian baitet. Exist wartet. Die TZ wird zwar gecheckt. AZ geht aber instant down. Exist will noch mehr, aber das schafft er nicht mehr aus zeitlichen Begrenzungen. Aus zeitlichen Gründen. 12 zu 5 für North. Exist hat seine CZ ja mit rübergebracht. Schauen wir mal, wo sie ihn hinschicken. Die Performance von FaZe in den letzten paar Tagen natürlich jetzt auch im Kontext mit dem Wechsel zu sehen. Selbstverständlich können sie da nicht alle auf ihrer Topform performen. Es ist immer im Hinterkopf, wenn du ein neues Teammate hast. Ja, was spielt er gerade? Wie spielt er das? Kann ich ihm helfen? Kann ich ihm irgendwie das Leben leichter machen? Das sind ja alles auch Ausnahme-Team-Player. Sonst wären sie nicht so erfolgreich. Und für Exist ist die Frage, was kann ich tun für mein Team? Selbstverständlich. Frags, aber abgesehen davon. Im Moment stehen sie zu viert auf B. North checkt aber ordentlicherweise auch die Toiletten ab. Und dann kommen sie schnell auf den B-Spot. Okay. Der Stack also am richtigen Spot. Vielleicht kann Face da ein bisschen was anrichten. Nico schon sehr low. Exist steht aber close. Dann MSL mit dem Double Kill. Kirby räumt noch mit auf. Und MSL hört nicht mehr auf. Der Junge ist nicht nur Ingame-Leader, sondern auch fast Frag-Leader im Moment. Wird er nur von AZ und Merz übertrumpft in seinem Team. Trotzdem, gute Runde von ihnen. Da standen sie aber auch gut in einer Reihe. Und dann auch gegen Rain nichts anbrennen lassen. 13 zu 5. Jetzt geht's in die Waffenrunde. Guardian ohne Armor, aber mit AWP. Kerrigan, der Einzige mit einem Diffuse-Kit auf Seiten der CTs. Und da fehlen viele Helme. Und vor allem auch bei Guardian. Das Kevlar an sich, das habe ich ja schon gesagt. Aber MSL hat immer noch die MP7 dabei. Nico jetzt komplett Gold. Er steht an Toxic. Hält sich bedeckt, wird dann doch rausgenommen. Und der B-Spot fällt schon wieder in sich zusammen. Was ist denn da los? Das funktioniert echt noch gar nicht mit Exist. Wie gesagt, es ist immer schwer mit einem neuen Teammate. MSL wird sogar in den Heaven geboostet. Soll jetzt da Carry, soll jetzt sein Guardian finden. Seine MP7 geupgradet. Guardian hält einen Mini-Schlitz, das meinte ich. MSL schleicht rein. Also macht es Guardian, ohne es zu wissen, leichter. Oh, und Rain kriegt den Free-Frag gegen Walde. Solche Exits nimmt man immer gerne mit als CT. Wie viel will North noch investieren? Sie haben genug Geld, sie könnten sich auch eliminieren lassen. Das würde ihnen eigentlich nicht wirklich schaden. Oh, Guardian. Oh. Und da hat er noch abgedrückt. Ich hab's gesehen.
Das war während der Schuss, während das Paket, das den Schuss enthalten hat, zum Server übertragen wurde, hat der Server die Runde neu gestartet und das Paket verworfen. So sah das gerade aus. Face. Nochmal mit dem Fullby. North kratzt am Matchpoint. Gabby und Co. haben kurz schon eingenommen, sich da etabliert. Können sich hier austoben. B gehört ihnen. Das gehörte ihnen schon vorhin. Und ich weiß nicht, wie Nico und Xist das jetzt zu zweit halten wollen. Deswegen kommt Kerrigan wieder rum. Sie haben kaum Equipment da am Spot. Eine UMP dabei. Da würde ich doch glatt sagen, rotiert rück noch einen dahin. Ja, Guardian kommt noch rum. Natürlich ist Face jetzt auch Fake anfällig. Alexis killt MSL. Dann auf einen Schlag sind wieder zwei tot. Nico lebt noch im kleinen Pool. Jetzt muss er den Spot halten. Geht aber gegen AZ down. 2 gegen 3. Merz und AZ auf 19 und 28 HP. Rain macht kurzen Prozess mit AZ von oben. Wird dann aber niedergeschossen von Walde. Und damit Guardian ohne Armor im 1 gegen 2, um North vom Matchpoint abzuhalten. Er hat noch eine Flash dabei. Sie wissen natürlich, woher er kommt. Walde könnte rechts lang pieken. Wartet, bis Guardian schießt. Und während er gerade am Nachladen ist, kommt Walde und haut ihn weg. 15 zu 5 für North. Jetzt haben sie 10 Matchpoints für die zweite Map. Nachdem sie auf Train ähnlich alt ausgesehen haben wie FaZe hier auf Overpass, revanchieren sie sich bei ihrem Kontrahenten. 16 zu 8 gegen Train aus nach einer 11 zu 4 Halbzeit. Auch da war Merz schon hervorragend drauf. Jetzt müssen sie sich zusammenreißen. FaZe mit vielen Farmers, einer UMP. Und Walde killt schon mal Guardian. Macht den ersten. FaZe hat jetzt die Position etwas verändert. Sie spielen nicht mehr auf Kreuzfeuer, sondern einfach auf Einzelposition. Und Überraschungsmoment. MSL lässt sich davon wenigstens nicht naschen. Rain geht an A down. Nico mit dem einzigen Frag bisher für FaZe. Er kriegt eine AK, aber wird dann von Merz noch von ganz weit hinten gesniped. Also ein 1 gegen 4 für Kerrigan. Nicht leicht. Alles andere ist leicht. Vor allem wird er abgame von Merz. Damit das 16 zu 5 für North. AZ und Merz mit 21 Kills. Tja, AZ hat er mal ganz eben ganz schnell sein altes Team alt aussehen lassen. Schöne musikalische Hinterlegung. Da sind noch die Make-up Girls noch im englischen Stream zu sehen gewesen. Ich habe kein Make-up Girl leider, aber ich habe ja meine Cap, die verdeckt die Augenringe. Ja, auch, wenn man sie richtig aufsetzt, aber ganz so Gangster bin ich auch nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. FaZe gegen North war eine interessante Partie. Jetzt steht es 1 zu 1 bei den beiden und wir schauen auf die Tabelle, um euch einen Überblick zu geben. Denn die beiden habe ich ja schon